Ich hatte dir schon gedacht, wie wir an der Showküche wären, da wo lo der richtige Stress aufhängt, zu den Stunden hundert, mir egal ist an der Korea, vier Reise etwas zu zaubern, zusammen mit den Leuten. Aus der Dickerische Hotelshow, auch bekannt als EHTL, École Hôtelière de Tourisme Luxembourg, an hier ein Direktor, den mich da ist lo, die große Freude, an der für Bayern zu sehen, der Michel Landers. Michel, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kommen wir fangen mit dem Num und EHTL. Normalerweise geht immer die Hotelschule gesucht, aber am Num EHTL ist auch der Tourismus dran. Und das ist gerade so wichtig wie der andere. Ne? Richtig. Wir sind eine Hotelschule, aber wir bilden aber auch aus, für am Tourismus können professionell zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wie lange ich sterbe, ich schwätze. Wir haben Zeit. Ich kann immer gesagt, ich gebe zu viel lang, schwätze. Wir haben eine neue Formation am Tourismus, die heißt Tourisme et Communication. Und die hat vier Jahre, ob nur der Kat, also für den Katrin Mund, geht die Premiere. Und die ist am Gange nach Europa gezwungen zu gehen. Und wir sind ganz froh, dass wir da mit den Akteuren aus dem Sektor, aus dem Tourismussektor, konnten gucken, was braucht ein Tourismussektor. Und wir sind aus einer anderen Woche bewusst gehen, dass es wichtig ist, dass die Schüler, die da durchgehen, dass die eine hohe Performance an der Kommunikation kriegen. Dafür ist es Tourisme und Kommunikation. Mhm. Das heißt, was sind die verschiedenen Filialen? Als Wert kann ich rauskommen, wenn ich bei euch fertig ist? Von bis, also ist so nicht mehr kein Abschluss ohne Anschluss. Also wir wollen den Schülern Perspektive geben. Und das ist so, wir haben Schüler, die kommen ran, machen Restaurateur, Restaurateur, der das empfängt, da lehrt die Kacheln, da lehrt den Restaurant gerieren, da lehrt den Service. Und dann kriegen sie ab dort noch mehr Studien, ab dort nicht mehr noch mehr Essen oder so, aber auch noch mehr Studien. Und da fahren sie weiter mit einem Diplom der Technicien in der Hotellerie. Und dann haben sie da auch Schüler, die haben danach mehr Appetit oder nach, immer Appetit. Und die fahren da weiter mit einem BTS, einem Brevet de Technicien Supérieur am Hospitality Management. Da geht ein bisschen mehr Englisch geschwärzt. Und wir haben auch ganz viele Schüler, die danach immer nicht abhalten und danach weitergehen. Und ob die Universität, wir haben die mit einem Bachelor oder mit einem Master fertig gehen. Und wir sind am Anfang ganz froh, dass alle Schüler hier in Funktion von seinen Affinitäten, von seiner Motivation und auch von seinen Möglichkeiten wirklich nicht an einen Sackgasse, sondern an einen Obschiene gesagt wird, wo kann flott Leben machen, eine flotte Karriere machen. Aber wenn ich von flotte Karriere kann schwätzen, dann darf man das international nicht vergessen. Wir haben mittlerweile heute mir 80 Schüler im Ausland, die Stage machen. Und ich fand das eine super Sache, wenn ein Junge für das Leben so, oder ja, mit der Welt kennenzulernen. Und die Beste von den Besten, der hat da für kurzem Europa ausgezeichnet mit einem Excellence Award, da sind schon spektakulär Schüler, freie Schüler mit dabei, die auf höchsten Plätzen sind. Ne? Das ist richtig. Selbstverständlich als Schüler sind immer hoffentlich auf die Schüler, die eine formidable Karriere machen. Und wir sind ganz froh, für die auch zu haben. Wir haben angefangen, für eine Reihe Jahre, fünf Jahre, für so Award of Excellence zu gehen und freie Schüler von der Hotelschule, die formidable Karriere gemacht haben. Ich erinnere den ersten, den so ein Award kriegt, das ist den Kim Kevin de Dot, der momentan einen 2-Sterne Michelin zu Singapur hat, den aber auch während der Weltausstellung zu Dubai als geholfen hat, den Pavillon zu gerieren als Enseignant von der Schule. Und ich fand, wir haben da eine ganze Panoplie, mittlerweile sind wir auf Feier von Steck, die so eine Award kriegen. Und das so, der Reservoir für danach können zu verdeilen als groß, sodass es dann weitergeht in den nächsten Jahren. Und die Ausstellung ist ja quasi auch schon rund dir, weil die nächste da schon am Gang zu präparieren, alle hast du das gesagt. Da fängt die Hotelschule richtig an, zu einem festen Partner zu gehen für den Lützebäuer Pavillon. Da gehen dann andere Projekte, wie zum Beispiel auch Mataluk, das ist auch ganz spektakulär. Auch da könnte ich lange drüber schwätzen. Also ich bin mal ganz froh, wir können rüber zu gucken. Da sehe ich eine formidable equipiert Küchen. Ich sehe zwei junge Damen, die am Stress sind, für etwas zu kochen. Ja, voilà, da bin ich gesund. Aber ich sehe auch Leute, die in einem weißen Tenue. Und da steht überall EHTL drauf, an die Enkadrieren, die helfen. Und für die sind ich auch ganz froh. Und es sind auch hoffentlich, dass wir hier können, dabei sind, für dann bei dem Konkurs, bei dem Challenge, da können wir zu machen. Die anderen sagen, ja, wir sind gefreut, für bei der nächsten Ausstellung, Weltausstellung dabei zu sein. Osaka, wir sind hoffentlich, wir können gefreut zu gehen. Und wir werden auch alles machen, für da, wie soll ich so ein Defendel von der Hotelschule herzuhalten. Und an der Küche, die wir Logist gesehen haben, sind noch Produkte von der Dickerischer Hotelschule. Das hat auch einen neuen Aspekt bei euch, wo da ein bisschen auch an der Marketing investiert, wo dann flott originell auf ihren allem Top-Qualitätsprodukte rausgesichtet wird. Ne? Das ist richtig. Für 6 Jahre, wo ich angefangen habe, habe ich mir vorgestellt, was kannst du machen, für die Schule,
die einen guten Num braucht, einen exzellenten Num verdient, besser bekannt zu gehen. Und du hast ein Marketing, das ist ja nicht nur eine Sache, die sich um Niveau von der Formation oder so limitiert, aber das sind noch andere Sachen. Und ich habe festgestellt, dass an anderen ganz guten Hotelschulen an der Welt, dass sich die gemacht haben, für eine Reihe von Produkten zu kommerzialisieren. Und wir haben das auch gemacht, wir haben nicht viel. Wir sind noch nicht in einer Situation konkurrenziell mit Lützebäuer Produzenten. Das will ich so, weil wir sind hier auf einer Foire, wo ganz viele Lützebäuer Produzenten sind. Das ist einfach komplementär. Alle Produkte haben auch seine eigene Geschichte. Es hat immer ein Lien mit der Entwicklung von der Schule zu dienen oder mit den Kontakten, die wir haben, links und rechts für das zu machen. Hallo, hoffentlich, dass ich ein paar Leute vorwärts gemacht habe. Um Internet sieht, fand das ganz Panoplie von unseren Produkten. Geht drauf gucken, wenn ihr als Schule unterstützen wollt, dann ist das auch eine Möglichkeit. Die brauchen nicht alle gut an die Schule zu kommen, auch wenn ich froh wäre, wenn wir ganz viele Schüler kriegen. Es hat noch viel zu erzählen, Michel Lenners. Vielmals merci für all die dorten Informationen. Und geht selber an die Hotelschule. Ich meine, das ist noch ein Appell und Jurend, dass die Schule mitmachen, für eben nach besser informiert zu sein. Merci. Merci auch.